Wir haben gerade eingekauft und ich habe ihn hier getroffen. Und wir werden jetzt gleich zum Fluss hinlaufen, um dort zu grillen und zu pennen und so weiter. Das wird wieder richtig geil. Und darauf wird erstmal ein Orangensaft getrunken. Ich habe gerade mein Fummelhaus gezogen. Und jetzt laufen wir nach Richtung da lang. Über den Weserwehr drüber. Zur Richtung, zu dieser Richtung, wo wir heute später pennen werden und grillen und am nächsten Tag den Kopf ins Wasser da rein tunken. Guck mal, dieser Schiff und dieser Schiff da ganz hinten, die werden beide in dieser Schiffskatapultiereinlage eingeführt. Und wenn die dann vollständig hier eingeführt sind, worden sind, dann werden die so hochkatapultiert. Und dann, wenn das passiert ist, dann werden die nach da ganz hinten hingeworfen. Zu der Seite da hinten. Das wird jetzt gleich hier passieren. Aber wir müssen grillen und haben keine Zeit dafür und deswegen zeige ich euch das nicht weiter. Aber das passiert dann hier gleich. So, wir laufen jetzt nach Richtung da lang. Ich bin richtig räudig. Guck mal da. Langsam Dunkle kommt. Jetzt kommen auch noch Fahrradfahrer hier an. Das stört uns. Das ist richtig widerlich. Igitt, das ist insektenhaft. Das ist Durchfall. Hier sind schon wieder ganz viele nervige Mücken und sowas. Die nerven uns. Aber genau hier müssen wir durch. Wir werden eine richtig verranzte Kakerlake. Wir sind richtige Kakerlaken. Wir müssen hier durch. Wir sind richtige Würmer. Da ganz hinten, da ist so ein richtig geiler See. Hier sind richtig viele Scheißmücken. Die zerstechen uns. Das ist richtig widerlich. Ach, das muss weg. Die gehören hier nicht her. Sie müssen weg. Ist da Platz unter mir? 5 cm Platz. Ist richtig geil. Perfekt. So, mein Tarp ist hier aufgespannt. Das heißt, mein Schlafplatz ist aufgebaut. Ach, Scheiße. Das ist richtig geil, dass es immer wieder hier runterknickt und sowas. Das ist immer wieder spannend. Das ist richtig geil, das anzugucken. Das schwöre ich euch. Das ist. Und vor allem, das riecht so gut und sowas. So, das Fleisch ist fertig. Oh, Scheiße. Es schmeckt zwar etwas anders wie auf dem Grill, aber trotzdem ist das Fleisch richtig geil. Genauso wie das Baguette. Guck mal, wir haben hier so lange gechillt, dass hier die Sonne hochkommt. Und guck mal, hier unten auf dem Boden, da sind ein paar Ratten hier rumgelaufen. Und das heißt, optimale Bedingung, dass wir uns jetzt hier schlafen legen. Wir sind auferstanden. Und das war richtig geil gewesen, hier zu pennen. Uns glauben. Guckt euch mal diesen Herrn Goldsmann hier vorne an. Der schwimmt hier rum. In diesem widerlichen, dreckigen Fluss oder wie das heißt. Und ich werde gleich hier auch rumschwimmen. Ich wäre eine richtige Kellerassel. Ich bin eine Fliege, die rumscheißt an Gardinen und sowas. Guck mal, weil der Herr Goldmann hier rumpisst,
pennen wir hier noch eine Nacht. Genau hier an dieser Stelle. Und da drüben, da sind Zuschauer, die hier auch da sind. Und genau, das ist der einzige Grund, warum wir hier auf noch eine Nacht hier rumpennen. Guck mal, langsam Gewitter kommt. Dieser Tarp, der klatscht mir langsam ins Gesicht rein. Und dieser Gewitter, der ist da ganz hinten oder so. Und der kommt gleich. Das heißt, gleich geht's richtig los. Der Gewitter, der wird uns gleich richtig belästigen. Ach, ist das widerlich. Wie geht's? Jetzt klatscht das die ganze Zeit in meinen Kopf. Boah, das muss weg. Dieser scheiß Gewitter muss weg. Guck mal, es regnet hier rum. Dieser Regen, der nervt, der muss weg. Das ist eine richtige Flüssigkeit, was hier auf uns drauf geht. Der Regen, der muss weg. Der Regen, der nervt uns. Guck mal, wie das hier rumspritzt und sowas da hinten. Und dann blitzt das auch noch und sowas. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig widerlich, dieser Regen. Der muss weg. Bah, und dieser Gewitter, der muss auch weg. Die müssen weglaufen. Die müssen hier verschwinden. Die gehören nicht hierher. Wir sind wach. Es hat die ganze Nacht geregnet, aber so richtig. In Strömen und sowas. Und bis eben gerade hat es die ganze Nacht richtig durchgeregnet. Das hat richtig genervt. Aber jetzt ist der Regen endlich weg. Jetzt werden wir davon in Ruhe gelassen, endlich. Das hat richtig genervt gehabt, wie das hier die ganze Zeit getropft hat. Auf dem Tarp drauf. Das war richtig belästigend. Jetzt wird Frühstück gebraten. Das hier, das wird unser Frühstück sein. Jetzt wird Koffein hergestellt. Guck mal da hinten. Da schwimmt was rum. Ich zoome mal einmal ran. Guck mal, was da hier rumschwimmt. Das hier, das ist der Kopf von Herrn Goldmann. Der schwimmt da jetzt gerade rum. Guckt euch mal diesen hässlichen Sonnenuntergang da vorne an. Der blendet uns gegen unseren Kopf und gegen unsere Augen und sowas. Die Pupillen oder wie das heißt. Das nervt uns. Ich bin eine richtige Verranzung. Wenn ich ganz doll schielen tue, dann kann ich mein Gehirn sehen. Guck mal, wie widerlich das hier ist. Jetzt muss ich diesen nervigen, schweren Wagen diesen ganzen Deich hier hochlaufen, der nervt uns. Der ist anstrengend und sowas. Der ist richtig widerlich. Dieser Hügel, der gehört hier nicht her. Der muss weg. Der Hügel muss weg. Warte, guck mal. Guck mal hier. Guck mal, guckt euch das mal an, was hier rumliegt. Guck mal. Der ist richtig geil. Der hier, den kann ich nur empfehlen. Die Dinger sind richtig verdammt geil. Die sind richtig geil. Die sind richtig geklingelt. Hallo. Ja, hallo. Aber genau, diese Dinger, die sind richtig geil, das kann ich nur empfehlen. Das kann ich euch nur raten, dass die hier geil sind. Die kann man sogar so umdrehen. Kukumba! Oh, du hast ihn geköpft. Guck mal, wir laufen jetzt über diese Schiffskatapultieranlage hier drüber. Guck mal, Leute, guck mal hierher. Das hier, das ist blaues Licht. Und wisst ihr, was das macht?